Wir sind in der allerersten Runde des allerersten Turniers von Season 2 Chapter 5 100-Spieler-Turnier. 3 Runden, die Gewinner bekommen jeweils 1000 V-Bucks. Und wir sind hier direkt auch schon auf dem ersten Spieler drauf. Es gilt hier nicht, dass man die Leute W-keyen muss, sondern man muss einfach nur gewinnen. Vergesst auf gar keinen Fall, dem Video deswegen ein Like dazu lassen, den Kanal kostenfrei zu abonnieren, falls ihr auch mal bei solchen Sachen mitmachen wollt. Und jetzt würde ich sagen, wir starten rein. Let's go! Hier sind die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, die sich was mit dem Code ALVVB im Alpenshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. Es geht los, es geht los, es geht los, es geht los. Die erste Runde wird gelauncht. Also Freunde, bis zur fünften Zone, okay? Bis zur fünften Zone bitte die ganzen W-Keyer nicht mehr als 5 Kills haben. Ab da könnt ihr komplett reingehen, ja? Ihr könnt richtig Dampf machen. Das ist mir alles völlig fein, aber ich möchte ein Stack des Endgame haben, okay? Das ist die einzige Regel, die es hier gibt, weil sonst normalerweise, Alter, der Bot, der hat dir nichts getan, mein Bruder. Weil sonst ist es nämlich relativ unstacked im Endgame und wir wollen hier ein bisschen Dampf haben, ja? Deswegen, let's go! Ich habe richtig Bock auf dieses Turnier. Das allererste von dieser neuen Season. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ein paar neue Namen eventuell sehen. Vielleicht werden wir auch die ein oder anderen Plays sehen, die wir sonst von den anderen Seasons nicht kennen. Und was ist das für ein wilder Skin, bitte? Hab ich noch nie gesehen. Wir gucken mal ganz kurz. Top Fragger, wer hat unsere ersten Kills schon gemacht? Unser Top Fragger ist Crazy King. Achso, das ist ja der Mann. Mit 2 Kills direkt aufspawnen. Ja, chillig. Was ist denn das für ein Skin? Ich finde den übel geil. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt auf diejenigen, die bei den Medaillon-Spots sind. Und oh mein Gott, Underground. Bei dem Hades-Medaillon. Nur ein einziger Spieler gedroppt. Und wer ist es? Es ist Till. Till als einziger und hat sich direkt das Hades-Medaillon geholt, oder? Oder fightet er gerade noch? Ne, hat das Medaillon. Ich glaube, er hat das Medaillon. Der macht einen absolut chilligen. Was hat Popo Flitter vor? Sag mal, GG, you are better. Der ist doch wo ganz anders, oder? Ah, nee, der ist tatsächlich in dem Stein. Oh mein Gott. Okay. GG, you are better. Will jetzt hier einen Rabenangriff machen, aber von der Seite, der wird auch noch gefightet. Popo Flitter, der hat jetzt gar keinen Bock. Der will jetzt weglaufen. Hat eigentlich ziemlich aggressiv die ganze Zeit mit Sniper geguckt. Aber jetzt gar keinen Bock mehr. Popo Flitzer, zurück in die Lobby geschickt hier. Wir haben unsere Top-Breaker, haben jetzt bisher alle 2 Kills. Wir schauen mal, wir schauen mal. Wir gehen nochmal auf Teasy jetzt hier drauf. 2 Eliminierungen hat er. Er ist gerade bei dem Unterwelt-Biom. Hat aber, ist jetzt kein Medaillon-Kandidat oder sowas. Hat aber jetzt schon 2 Kills. Und es scheint so, als ob der jetzt relativ confident ist. Der hat so einen Tryhard-Skin und der sneakt relativ aggressiv, wie wir sehen. Wir gucken mal, oh mein Gott, guck mal, Grimgate. Oh mein Gott, hier haben wir Mario, wir haben Leg Eier hier, wir haben Twitch Mini Jamie, Luigi, da kommt Gamerboy noch. Und dann haben wir hier Till. Das ist der Mann mit dem Medaillon, mit dem Hades-Medaillon. Der bekommt, nach jedem Kill bekommt er Siphon. Dort hinten haben wir Lord Mario und Mini Jamie, auch 2 sehr, sehr gute Spieler. Mini Jamie ist jetzt hier drinnen in einer Cone drin, hat gerade noch einen Donut stehen. Dann gehen wir wieder auf Till, weil Till ist ein wahnsinnig spannender Spieler, dadurch, dass er das Medaillon jetzt schon hat. Gucken wir mal. Und Mini Jamie, oh, der macht Dampf jetzt. Der macht Dampf jetzt. Okay, gute Hits aber von Till. Till macht es gut. Mini-Jamie war ein sehr krasser Spieler. Und kann Mini-Jamie sich das Medaillon holen jetzt von Till? Er kann es machen. Und holt sich das Hades-Medaillon. Hat er das Medaillon? Oh, 63 Spieler jetzt noch alive. Und Mini-Jamie auf 43 HP. Grimgate, sehr, sehr contested. Mario ist jetzt auch noch am Start hier. Der campt jetzt hier in der Box. Hat Mini-Jamie jetzt keinen Hit mitgegeben? Katastrophe, 61 Spieler noch alive. Wir gehen jetzt mal weiter hier. Vielleicht mal ganz kurz mal drauf gucken, was macht Teasy. Teasy, der sneakt sich gerade Mini-Jamie an. Der will natürlich das Medaillon auch haben, ne? Hat gerade schon 2 Kills. Yo, Dennis, haben wir auch mit am Start. Yo, Dennis, auch wahnsinnig guter Spieler. Auch einer der Gewinner meiner letzten Turniere. Wir müssen ganz kurz mal auf Yo, Dennis drauf gucken. Dann gehen wir auch direkt wieder zu Grimgate. Auch wieder total am Fighten. Absoluter crazy W-Keyer. Wahnsinnig confident. Boxt hier seine Gegner, wie als gäbe es kein Morgen, Alter. Und Dennis, der will seinen dritten Kill machen. Wir müssen aber, Real Talk, wir müssen auf Grimgate drauf. Das ist einfach viel spannender gerade, wegen den Medaillons. Mini Jamie immer noch alive und hat auch seinen ersten Kill immer noch. Der hat noch nicht auf 2 erhöht, will ich damit sagen. Weil ich glaube, Teasy, der ist jetzt weg, oder? Ja, Teasy ist weg. Der fightet wahrscheinlich Man City Quick. Sehen die sich gegenseitig? Die sehen sich. Ja, die fighten jetzt. Teasy fühlt sich ziemlich wohl in diesem Underground-Gebiet, weil der ist sogar zurückgegangen jetzt wieder. Guter Hit. Guter Hit, Teasy. Gut, und dann macht er deinen dritten. Man City Squeak 8, dead. Teasy, wahrscheinlich einer der Top-Fragger, gerade mit 3. Flixi auch mit 3. Wir gehen mal auf Flixi drauf. Was geht bei ihm ab? Der ist bei Mount Olympus. Okay, okay. Auch sehr contested Mount Olympus. Wir sind gerade bei Zone 2. Die ganzen W-Keyer dürfen maximal 5 Kills haben, bis die fünfte Zone
hier unten dasteht. Zone 5 von 12. Da darf man dann seine Kills erhöhen, wenn man nicht schon ohnehin 5 hat. Ich habe aber gerade gesehen, Mini-Jamie wurde jetzt eliminiert. Hat eine Eliminierung gemacht. Und zwar ist jetzt Mario dead. Wir gehen auf Mini-Jamie drauf, hat jetzt tatsächlich 2 Kills. Sollte einer der wenigen Spieler jetzt sein, die auf jeden Fall das Medaillon schon mal sicher haben. Mini-Jamie, gute Performance jetzt auf Spawn. Wir haben hier Flixi, wir haben Mert Ali und wir haben Zeus. Wir gehen auf Zeus drauf. Wir gehen auf Mert Ali. Mert Ali mit einem Kill, der hat wahrscheinlich die Statue jetzt umgeworfen, oder? Hat er nicht? Der Zeus ist noch alive, haben wir gesehen auf der Karte. Zeus, der hat das Medaillon dann noch am Start. Also Mert Ali ist hier wirklich ganz, ganz, ganz alleine. Hier, der wird hier keinen Pressure haben durch irgendwen. Lakaien. Doch. Flixi Aim, der ist hier oben und probiert jetzt runter zu gucken auf Mert Ali. Checkt es Mert Ali? Flixi checkt es aber auch nicht. Oh mein Gott, Jungs, ihr seid blind. Guck mal, hier ist Flixi und Mert Ali ist hier. Er sieht, glaube ich, Flixi. Aber Flixi sieht Mert Ali nicht. Okay, wir gehen mal auf Mert Ali drauf. Auf Flixi drauf, meine ich, sorry. 39 Spieler jetzt insgesamt noch alive. Top-Fragger, Officially. Officially, du musst aufpassen jetzt, ne? Nicht über 5 Kills machen, Bro. Zone 3 von 12. Es sind jetzt noch 38 Spieler live. Hier gibt's echt fette W-Kier. Jetzt mal ein bisschen chillen, Jungs. Wo ist es vielleicht spannend? Boah, hier ist sehr, sehr viel Druck, ne? Was haben wir denn hier? Hier haben wir 4 Leute. Die sind alle out of zone. 4 Leute. Oh mein Gott. Ne, 3 Leute sind es. Der andere ist ein Bot. Wave, Marlon, VB, Ventus, Bagfa und Paolox. Was machen die hier? Die sind out of zone hier gerade in der Nähe von Pleasant Piazza, nämlich an der Drohnenstation. Was haben die denn vor? Okay, da wird jetzt rotiert. Paolox kann jetzt auch weiter rotieren. Der macht aber noch Pressure auf Marlon. Marlon hat da gar keinen Bock drauf. Der hielt sich auf ganz entspannt mit dem Champagne. Reckless, da haben wir Officially. Unseren Top-Fragger, gerade mit 4 Eliminierungen. Geht jetzt nochmal in den Tresor rein. Guckt sich da ein bisschen die Lage ab. Die Tresore, sind die jetzt offen? Wahrscheinlich schon, oder? Zone 4 von 12, noch eine Zone. Dann dürfen die ganzen Kia auch über 5 Kills machen. Teezy Win mit 6 Kills. Ey, Bro, jetzt reicht's, ne? Teezy, jetzt reicht's mit dem W-Key, Bro. Yo, Dennis auch mit 4. Yo, Dennis ist für mich einer der spannendsten Spieler. Oh, 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 oh. Guck, das ist schon viel spannender, wenn nämlich die... Oh, Dennis, jetzt für dich aber auch vorbei, ne? Dennis, jetzt für dich auch vorbei, Bro. Snipe nochmal einen weg, jetzt muss er chillen. Nein, Dennis, er kiet ihn. Weg. Weg, weg. Ich weiß, es ist hart, Jungs. Ich weiß, es ist hart für euch, WQ, aber weg. 5 Kills sind 5 Kills, Bro. Okay, 5. Zone. Jetzt darf man fighten. Jetzt dürft ihr übercappen. Jetzt dürft ihr mehr als 5 Kills machen, liebe WQ. Wir gucken mal. Wer ist unser Top-Fragger? Teezy mit 6. Wir gehen mal auf Teezy drauf. Der chillt jetzt ganz entspannt in seinem Tower. Okay. Blaze Yanni ist gerade im Fight mit der Surfhexe. Ryzex, auch ein spannender Spieler mit 3 Kills. Der wird jetzt fast gesniped. Was macht der denn? Ist das ein Bug oder was? Wir sind im Endgame. Und das Endgame, das ist natürlich immer sehr, 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 sehr vielversprechend von der Unterhaltung her, ne? Wir haben 20 Spieler noch alive, unfassbar gute Spieler, sind jetzt noch am Leben, da unter Winner Ash, wir haben Teezy, wir haben auch Yo Dennis noch am Start, GG You Are Better, Mert Ali haben wir da hinten, noch Himbeer Marmelade, der hat ein bisschen Pressure, um reinzulaufen. Wir gucken mal drauf, mitten im schwarzen Kopfkondom. Der Healuft jetzt? Das Play, das schaue ich mir jetzt sehr, sehr gerne an. Schauen wir mal, was der jetzt hier so vorhat. Rotiert jetzt rein, ja... 37 Spieler noch alle für das Set. Teezy Win mit seinem 8. Kill. Teezy, auf den müssen wir jetzt mal draufbleiben. Der macht hier ordentlich Pressure. Gute Performance von Teezy. 8 Kills, hat auch mit Sicherheit ein Medaillon. Ich habe leider haben wir keinen so richtig gesehen, der so wirklich seine Medaillons ausspielt. Beziehungsweise das können wir ja eigentlich auch nur bei dem Zeus-Medaillon sehen und bei dem Medaillon von Cerberus. Bei den ganzen anderen Medaillons können wir ja das ja gar nicht, ne? Oh, guter Snipe jetzt. Ohne Visier sogar. Geil. Okay, Teezy mit 9 Kills. Wir bleiben drauf. Ist spannend. Ist unser Top-Fragger gerade der Lobby. 16 Spieler jetzt noch alive. Mal gucken, ob er das Ganze für sich entscheiden kann. Rezor, der checkt gar nicht, dass hier... Oh, Teezy von der Seite kommt. Teezy mit einem dicken Pump jetzt auf Rezor. Und Teezy hielt sich. Der macht ein bisschen Champagne-Party. Moved weiter, macht er gut. Gute Rotation jetzt hier von Teezy. Gibt nochmal Harus einen kleinen... Clap auf Marsch. Geil. Yo, Dennis mit seinem nächsten Kill auf Ryzex. Mini-Jamie jetzt dead an Akut on High. 14 Spieler jetzt noch Alive-Chat. Mert Ali kommt jetzt raus. 9 Spieler sind jetzt noch Alive-Chat. Und wir gehen nochmal nach oben. Wir gucken uns das Ganze von oben an. Wie schaut es aus? Austrian Mani. Jetzt fast 1 HP. Wen haben wir auf Highground? Auf Highground haben wir niemanden geringeren als Akut on High. Sein Name, der beschreibt schon alles. Der weiß, wie man Highground scheinbar spielt. Und wir gehen auch auf ihn drauf. Akut on High mit 3 Eliminierungen. Chillt jetzt hier mit der Sniper oben. Probiert jetzt ein paar Sniper-Hits hier zu droppen. Yo, Dennis auch noch Alive. Viscopandro mit dem Kill auf Ahox, Rezo mit dem Kill auf Voldo. Top 10 jetzt. Der Gewinner von dieser Runde nimmt hier 1000 V-Bucks mit. Kann sich einen süßen Skin im Itemshop aussuchen. Winner Ash jetzt auch dead. An Rezo. Leider am Sturm sogar gestorben. Guter Hit jetzt von Akut und Hyde. Der weiß nicht, wie man Hyde spielt, ne? Ist ja Wahnsinn. 4 Kills jetzt. Macht der wahnsinnig gut. 8 Spieler noch alive. Wen haben wir noch alive? Aikut, Yo Dennis, Teezy, Mai Duo, Hess ADHD mit 2er, Rentner, Flixi A mit 3, Mert Ali mit 4 und dann sind wir wieder auf Aikut. Wir müssen auf Aikut draufbleiben. Er ist zwar nicht der Top-Fragger, Dennis und Teezy haben deutlich mehr Kills als er. 7 Kills Dennis und... Oh, Teezy ist dead. Okay.
Wir bleiben auf euch gut. Diese hätte 10 Kills, ne? Der ist dead. Okay. Flixi mit dem Kill auf Maidu heißt ADHD. Dennis noch alive. Aykut noch alive. Ender Flixi noch alive. Ganz, ganz oben dieser Cheater noch alive. Und wen haben wir noch? Matt Ali. Matt Ali unten auch noch. Er ist da am Rumsneaken. Matt Ali. 1 HP, 1 HP, 1 HP. Und Aykut, der sprayt einfach von high runter. Macht er gut. Macht er auf ganz entspannt. Wer gewinnt es? Matt Ali, Dennis oder Aykut? Keine Mets mehr, Aykut. Er hat noch Mets. Aber nicht mehr viele, glaube ich. Ne, jetzt hat er keine mehr wahrscheinlich. Oh, Matt Ali nutzt die Situation aus und geht auf High Ground. Aykut muss droppen und stirbt jetzt an Dennis. Dennis Low Ground King. Und Dennis ist jetzt dead an Matt Ali. Und Matt Ali startet jetzt das Heal off gegen den Cheater oben. Komm schon, Bro. Matt Ali, komm schon, das gewinnst du, Bro. Das gewinnst du, Bro. Ganz entspannt. Du hast ganz viel Zeit, der ist ganz oben. Komm schon, Chat, wir müssen jetzt believen. W's in Chat jetzt für Matt Ali. W's in Chat jetzt für Matt Ali gegen den Hacker. Komm schon. Let's go. W's in Chat. Du cheatest, nutzt einen Bug und verlierst trotzdem. Erster Platz, Matt Ali mit 6 Eliminierungen und damit verdiente 1000 V-Bucks. W's, GG's und Tschüss in den Chat. Wir sind in der zweiten Runde. Die erste Runde war schon wahnsinnig spannend. Sehr, sehr stacked das Endgame. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das erste Season 2 Chapter 5 Turnier läuft wunderbar. Wir haben die ersten 1000 V-Bucks vergeben und der Gewinner hat sogar gegen einen Bug-Abuser bzw. Cheater gewonnen. Sehr, sehr geil. Wir gehen in die zweite rein. Ich hab Bock. Let's go. Rein da. Junge. Underworld droppt keiner. Warum haben die letzte Runde auch schon nur einer? Warum haben die Leute so Angst vor Underworld? Guck mal, Olympus auch nur einer. Brawlers Battleground gar keiner. Hallo, Freunde? Und ja, und hier droppen 50 Leute. Achso, nee, das sind Bots. Was ist denn los bei euch? Guck mal, Restored Reels sind 5 Menschen. Und hier hinten gar keiner. Capitano A oder Squidmaster, bitte geht Underworld. Das ist Ancon. Freunde, ihr müsst da hin. 67 Spieler noch live. Oh, da ist ein Kein-Call-Fan. Die Kein-Call-Fans sind überall. Kein-Call, hey. Okay, der geht ganz weit weg. Wie schaut es jetzt eigentlich bei den Gebieten aus? Underworld. Inzwischen ist jetzt hier Capitano A auf 66 AP und fightet die Bots. Macht er wenigstens gut, er kriegt das Medaillon. Mount Olympus haben wir einen einzigen Spieler und zwar ist es Torgi. Torgi Minion. Wenigstens. Kommst du ein bisschen besser klar hier? Torgi, was ist deine Mission, Torgi? Erzähl's mir, Torgi. Okay. Torgi am Meter machen. Wir gucken mal ganz kurz, wer von wem er contestet wird. Und zwar Purpur 0. Torgi jetzt am Hochgehen und holt sich jetzt hoffentlich mal das Medaillon. Oh, da kommt einer. Okay, was ist das für ein Fight? Purpur 0, wir gehen mal drauf. Jungs, komm, einer von euch muss jetzt drauf. Komm, bitte. Ah! Wohin? Was war denn das? Also, der Fight hat mich ein bisschen angestrengt. Ich sag's euch ganz im Ernst. Ada Crow YouTube. Da haben wir einen Autocamper. Ey, geile Lobby. Von 1 bis 10, wie gut ist die Lobby? Also, ich finde die super. Wir haben jetzt hier einfach mal eine ruhigere Lobby am Start. Ich bin wahnsinnig aufs Endgame gespannt. Ich sag's euch ganz im Ernst. Das Endgame wird toll. Das Endgame wird echt toll. Wer ist unser Top-Fragger? Top-Fragger hat auch nur 2 Kills. Ist Pink Beast. Pink Beast zusammen mit Popo 0, Toxic, Smirnoff Miro und Black Chan mit 2. Da wird mit Blitzen rumgehauen. Boah, Jungs, die Lobby ist krass, ne? Ich sag's euch ganz im Ernst. Wow, also die erste Lobby, was für W-Kier wir hatten im Vergleich zu der zweiten Lobby, ist heftig. Also man merkt hier, die W-Kier sind hier nicht reingekommen, ne? Ich finde es richtig geil, dass wir jetzt mal auch so eine Lobby haben hier. Das wird jetzt, hier wird jemand gewinnen, der halt in der ersten Lobby zum Beispiel nicht so Chancen gehabt hätte. Ich finde es richtig geil. Pingbeast ist konzentriert. Pingbeast, du bist unser Top-Fragger hier der Lobby. Aber warum nimmst du die Minis nicht? Pingbeast, du bist auf 100 AP, Minion. Pingbeast, hörst du mich? Hallo? Hallo? Die Minis bitte. Wer ist in den Minis vorbeigelaufen, oder? Minis, Minis, bitte! Bitte, bitte! Oh mein Gott, ja! Martin Busch! Martin Busch mit der Ente! Oh, Philipp A. Non? Oder Philipp A. LOL, der muss dran glauben jetzt. Gegen die Ente. Ente versucht zu Peace Control, macht er gar nicht so schlecht. Macht er gar nicht so schlecht. Alles gut. 41 Spieler noch alive. Emil mit dem Kill auf Ping Beast. Simi mit dem Kill auf Chicken Master. Okay. Machi geht jetzt lieber weg. Bunkik, er ist im Busch. Und mach einen ruhigen. Gib auf und sitz in dem Busch. Schauen wir mal. Black Chan, der hockt in der kleinen Hütte. Die Lobby ist ganz, ganz wild. Kann nicht sein, oder? Top 27. Oh, Emil. Oh, da ist Medaillon gedroppt bei Emil. Emil! Hä? Er hat den Stream geguckt. Anders kann er es nicht wissen, wie schnell er zugebaut hat. Mann, Devil, du hättest schießen müssen, Bro. Oh mein Gott, da kommt Simi. Simi, einer der besten Spieler in der Lobby. Simi, aufgepasst jetzt. Nicht snipen lassen. Devil on fire. Mit ganz, ganz, ganz viel Problem jetzt.
mein Gott, Junge, Simi, du lässt dich fast snipen, Bro. Wer kommt da oben jetzt? Emil kommt oben. Devil on Fire kriegt ein paar Schüsse von der Seite. Simi, der macht da auch ein bisschen Pressure von der Seite. Devil on Fire jetzt im Sandwich. Ich bin es, Emil. Ich glaube nicht, dass du im Chat schreiben kannst und dabei so schießen kannst. 25 HP, jetzt Devil on Fire. Vorbei. Emil mit dem Kill. Emil mit seinem dritten Kill. Und Simi will ihn jetzt auch contesten. Pokémon ihn. Place seine Treppe rein. Simi, gute Performance. Zoom ist gutes Peace Cheese. Emil, Simi will rein. Simi geht rein. Ja. Und Simi mit dem Kill wahrscheinlich auch. 27 AP noch Emil. Emil jetzt mit ganz, ganz, ganz viel Pressure von Simi. Und damit ist Emil jetzt auch dead. Simi mit seinem dritten Kill. Geil. Hat jetzt hier eine mythische Waffe. Hat jetzt auch wahrscheinlich ein Medaillon bekommen. Super. Emil hat ein Medaillon nämlich dabei. 21 Spieler noch alive. Und wir sind jetzt auf Simi drauf. Mit 3. Damit sollte er eigentlich auch so gut wie Top-Fragger sein. Ah, wobei Toastbrot mit 5 und Black-Chan mit 4. Wir gehen mal auf Toastbrot drauf. Toastbrot mit 5 Eliminierungen. Der chillt aber gerade in Boxen. Was haben wir? Black-Chan, der chillt in einem kleinen Häuschen. Toxic auch noch alive. 21 Spieler noch alive. Oh, Luftpost. Ui, Luftpost. Was ist los, Luftpost? Luftpost, ich glaube, ist vorbei. Nina. Ich glaube, ist vorbei, Luftpost. Luftpost dead. Untoxic. Toxic mit 4. 15 Spieler sind jetzt noch alive. Twitch Creeps. Machi mit 4. Wir haben Bunik mit dem Donut. Wir haben Mr. Grey mit einem. Wir haben Simi mit 4. Echter Bene. Der fightet gerade Creeps. Mit einem Donut. Und ich glaube, echter Bene. Ich glaube, das ist vorbei, Minion. Wobei. Ja, Simi schießt auf dich. Simi. Simi mit seinem Kill. Dann Toastbrot mit 5. Yuko mit dem Donut, wir haben L Living mit 3, Firestorm mit einem, wir haben Black Chan mit 7 Kills, auch ganz, ganz stark. Ben Nator mit einem, Toxic mit 4 und da haben wir wieder Twitch Creeps mit einem Donut. Black Chan, der hat 7 Kills und ich habe den nur dabei erwischt, wie er die ganze Zeit in der Hütte sitzt. Mal gucken, was der hier so anstellt. Okay, gute Rotation von Black Chan. Oh mein Gott, auch out of zone. Toastbrot mit 5 Kills. Probiert jetzt hier in Zone zu kommen. All good, hat er noch hingekriegt. Aber die ist jetzt sehr, sehr far für Toastbrot. Machi mit dem Kill auf Yuko. 11 Spieler jetzt noch alive. Ein Kill noch vor Top 10. Und L Living unten geht's auch nicht so gut. Toastbrot und L Living sehr ähnlich voll. Aber Toastbrot hat noch auf ganz entspannten Champagne dabei. Schauen wir mal, was Toastbrot jetzt daraus macht. In 10 Sekunden geht's los. Und das ist jetzt hart. Niemand ist ahead. Ich habe keine Ahnung, was die Spieler hier vorhaben. Oh mein Gott, was hat der gemacht? Also, Black-Chan. Bro, der hat seinen 8. Kill gemacht jetzt. Black-Chan ist scheinbar eine Sniper-Legende. Black-Chan hier, wir warten. Ich dachte ganz kurz, dass es Toastbrot gewesen wäre mit No-Scope oder so, ne? 9 Spieler noch alive. Toastbrot mit seinem nächsten Kill auf Machi. Und noch ein Kill auf Creeps. Junge, Toastbrot hier bei der Rotation am Fraggen. Wir gehen mal drauf auf Toastbrot. 49 HP hat er aber nur noch. Uiuiui, das ist eine harte Rotation jetzt noch für ihn. Zeus Medaillon jetzt out of zone. Er geht rein, da hinten sind Bandys. Da hinten sind Bandys, Bro. Oh mein Gott, wie satisfying, Bro. Aber er hat noch ein Medkit, glaube ich, dabei. Hier ist das Medkit und das ist eklig. Das ist ganz eklig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er hat noch ein Medkit, okay. Toastbrot mit 7 Kills. Überlebt es noch ganz, ganz, ganz close. Wir schauen uns das Ganze mal aus der Drohnenperspektive an. Toastbrot jetzt ganz im Eck. Das ist, also guckt euch diese Ekelsau mal an. Haben wir hier irgendjemanden ganz oben auf High? Tatsächlich niemanden. Niemanden auf der Statue oben, aber warum auf Simi? Der Einzige, der wahnsinnig big am Chillen ist, auf dem Berg hier hinten. Guckt euch mal Simi an. Im Vergleich zu den ganzen anderen Spielern. Simi braucht das Ganze einfach nur zu halten. Und er ist chilling. Toastbrot mit dem Kill auf Toxic. Und Toastbrot holt sich da ein Medaillon jetzt das nächste. Simi Minung, du musst wirklich nur nach unten gucken und sprayen, Bro. Das ist wirklich keine Arbeit. Oben ist niemand, Bro. Einfach nur nach unten gucken. 5 Spieler sind jetzt noch alive. 4 Gegner jetzt für Simi. Das muss Simi holen. Das muss er holen. Die sind alle 1 HP. Bro. Die sind alle 1. Firestorm auf einem einzigen HP. Sehen wir jetzt am nächsten Kill. 4 Spieler noch alive. 3 Spieler noch alive. Black Charm mit dem Kill auf Toastbrot. Top Fragger holt sich gefühlt Top Fragger. 6 Kills hat Simi. Grey holt sich unten Black Charm und damit. Damit muss. An die Toxic hat sich Black Charm geholt. Black Charm ist einfach an Zone gestorben. Das heißt, Mr. Grey. Oder das ist vorbei, Minion. Ein Kill, Mr. Grey gegen Simi oben, Full HP, High Ground, hat komplett viel Mats. Simi ganz, ganz big chilling und holt sich damit wahrscheinlich die nächsten 1000 V-Bucks vom Turnier ab. Außer, Mr. Grey macht jetzt hier noch ganz, ganz, ganz was Krasses. Aber ich glaube, dass Simi das auch ganz entspannt gewinnen wird. Oh mein Gott, 50 HP Simi. Der hat jetzt hier noch 98, weil er Seifen bekommen hat. Simi gewinnt die zweite Runde mit 7 Eliminierungen, W's.
GG's und tschüss in den Chat. Wir sind in der dritten Runde vom Season 2 Chapter 5 Turnier und es läuft gut. Zwei Leute haben sich schon 1000 V-Bucks abgeholt. Simi hat die zweite Runde gewonnen. Schaut gut aus. Wir hoffen mal, dass wir jetzt wieder eine Tryhard-Lobby haben, weil die Lobby von davor, die war relativ unstacked, to be honest. Da waren nicht so viele krasse Spieler, krasse Namen dabei, wie wir sie sonst gewöhnt sind. Schauen wir mal, wie das jetzt diese Runde ausschaut. Simi ist wieder drin. Simi macht seinen ersten Kill. Oh. Das tut's B. C, Firestorm. Hype Bryce und seinen zweiten. 62 Spieler noch alive. Das ist so geil, wenn ich auf Leuten drauf bin und die dann so mit den Edits flexen. Das ist so krass, das Ding, ne? Also in der Box ist das so krass. Wenn man am Boxfighten ist und einer macht diesen Blitz, dieser Blitz ist viel zu stark. Lass ihn mit Problem jetzt. Aua. Lass er dead. Mit einem Kill dead an Lea. Oder Martin X Lea. Vielleicht teilen sie sich den Account. 54 Spieler noch alive. Lashade ist drin. Ui, Lashade ist ein krasser Spieler. Lashade mit dem Zweier spielt gegen Hyped Bryce. Oh mein Gott. Make Space heißt der. Gerade mit einem Sniper-Hit. Hat den Polo-Skin gerade an. Und Lashade fightet ihn. Eieiei, der wird nochmal aus der Luft gesniped. Lashade geht wieder zurück. Lashade! Lashade ist mit dem Problem. Können Sie jetzt ein Medkit? Oh. Oh, ich sag, Lashade ist gleich tot, ne? Der kann auch nicht mehr so viel Meds haben, sag ich. Gucken, ob er das noch drehen kann. Boah, da muss halt mal ein Pump jetzt rauf, ne? Dead. Lashade dead. Lashade dead mit zwei Kills. Hyped Bryce mit seinem dritten. Wer sind unsere Top-Fragorinos? Top-Fragger Swiss Proper. Jetzt mit 5 Kills. Swiss Proper, du musst aber jetzt chillen, ne? Maximal 5 Kills bis zur 5. Zone, Bro. Uiuiui, Swiss Proper jetzt schon mit 5 Eliminierungen. Das ist der Duo-Mate von Keinkoll gewesen bei einem unserer Turniere. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie in Cups duen. Aber der ist sehr, sehr krass. Der ist sehr, sehr krass. Der hat auch bei mir schon 1000 V-Bucks gewonnen. Dem schulde ich noch 1000 V-Bucks. Aber der muss jetzt 2 Zones abwarten, bis er weiter Kills machen kann. Natürlich jetzt ein bisschen bitter, ne? Proper, du musst weg, Bro. Nein, ja, okay, gut, wenn er jetzt gefightet wird, dann muss er halt fighten, ne? Aber probier wegzugehen, Bro. Das ist halt das Problem, ne? Wenn man halt early so viel Kills macht, das ist halt bitter, ne? 6 gehen auch. Ja, natürlich. Also wenn er jetzt daran stirbt, das wäre ja total dumm. Und der nervt ihn auch komplett. Aber er macht's fair. Er geht nicht hinterher, ne? Er keht ihn nicht weiter. 37 Spieler noch alive. Und Proper ist für mich, also meiner Meinung nach, einer der interessantesten Spieler jetzt in der Lobby. Oh, dieser Buro kommt immer weiter. Junge, wie er nervt, der Typ da oben, ne? Junge, wie er am Nerven ist. Ja, Proper muss ihn fighten. Der ist ja so am Nerven, der Typ. Wie geht's das Buro? Oh, er explodiert sich rein. Oh. Ich will wissen, wie viel Kills er hat. Oh, lass mich auf dich drauf. Buro mit einem. Oh. 2 HP. Okay, Buro hat nur einen Kill. Macht aber hier Pressure wie kein anderer. Top Fragger ist aktuell Swiss Proper. Und Swiss Proper. 36 HP. Das ist da noch einer? Nee. Es sind immer noch nur die zwei. Boah, mein Gott, ist das ein Low-HP-Fight. Ein Proper komplett voll jetzt wieder. Er hat halt den Tresor unten, ne? Proper geht's wieder richtig gut. Was wird das? Buro braucht auf jeden Fall jetzt einen Refresh. Oh, das ist ein Splash hier wenigstens. Geil. Zieht jetzt durch. 36 Spieler noch alive. 4. Zone jetzt gerade. Simi auch alive. Schauen wir mal, wie er hier performt. Oh, gut. Oh, gutes Piece. Schieß. Oh, er holt seine... was macht er? Wie hört sich die Pump hier an? Simi, willst du mal den Edit schaffen? Oh mein Gott. Ja, Schere, die kannst du hochheben. Simi mit seinem 4. 40 AP aber nur noch. Und ist out of zone. Der muss erstmal reinrotieren. Okay, aber 5. Zone. Die Top-Fragger dürfen Gas geben. Und jetzt mehr Kills machen. 19 Spieler noch alive. Lukas A97, ihrem W-Keen in dem 4er. Junge. Ich bin Mr. Bob jetzt dead. Okay. Junge, Sophia, die nimmt hier die Jungs auseinander. Sophia, starke Performance. W ist im Chat für Sophia. Sophia mit dem 4er. Wir gehen mal auf Swiss Proper drauf. Ist unser Top-Fragger mit 8 Eliminierungen. 15 Spieler sind jetzt insgesamt noch alive.
Stark. Stark. Ey, Swiss Proper, der hat diese Pump auswendig gelernt gefühlt, ne? Make Space wird jetzt gefightet. Ey, mein Gott, dieser Soundbug, der nervt mich so. Oh. Oh, wow, okay. Alles gut. Ich vertraue dir, Proper. Proper gönnt sich jetzt hier sein Champagner. Alright. Rotation muss starten in 7 Sekunden. Denn da bewegt sich die Zone relativ far. Swiss Proper in der Zwischenzeit mit seinem 10. Kill jetzt. Ist stark. Es sind jetzt insgesamt noch 12 Spieler alive. Swiss Proper noch da. Ada Dark mit Donut. Black Charm mit Donut. Wir haben Fishy mit Donut. Wir haben Rudi mit 3. Wir haben Simon mit 4er. Wir haben Lukas mit 6. Atrix mit 4. Wir haben Miraku mit Donut. Sophia mit 4. Wir haben Holy Stick mit einem, Marco mit einem und da haben wir wieder Swiss Proper. Und er holt sich jetzt seinen 11. Kill an Fishy. 11 Eliminierungen und 10 Spieler noch alive. Proper, nur noch 9 Gegner, mein Bruder. Du kannst eine 20-Bomb hier schnüren, theoretisch. Okay, jetzt nicht mehr. Ada Dark stirbt nämlich an Sohn. Sophia wird jetzt aber gleich gehalten vom Proper. Okay. Sophia, unsere Top-Fraggerin in der Lobby. Auch sehr, sehr gute Performance von Sophia. Gefällt mir gut. Aber Propers Performance ist wirklich, also unschlagbar die Runde. 12 Kills Proper. 7 Spieler noch alive. Warum halt das so? Ich weiß es nicht. Ist ein ganz komischer Soundbug, Bro. Boah, diese Rotation ist heftig mit dem 2 Medaillons, ne? Also Zeus Medaillon und Cerberus Medaillon. Geisteskrank. Oh, Sophia kriegt jetzt einen dicken Hit ab jetzt vom Proper. Sophia, da musst du Meter machen. Proper kommt. Der wird wahrscheinlich seinen 13. schnüren. Er schnürt seinen 13. 13 Kills Proper. Sophia jetzt dead, aber Sophia, gute Performance. 6 Spieler jetzt noch alive. 5 Gegner jetzt noch für Proper. Und dann hätte er das Ganze. Fast eine 20-Bomb könnte er hier machen, ne? Das ist krass. Das ist krass, Bro. Proper, gut. Echt gut, Mann. Kleiner Kein-Call-Nachfolger, oder was? Kein-Call-Duo, Kein-Call-Nachfolger. Wahnsinn. Geht jetzt ahead, macht er sehr, sehr nice. Und er performt hier wie kein anderer. Boah, super, geht er jetzt hier auf Highground. Proper will auch den Highground halten. Marco will zwar hoch, aber da sagt Proper nein. Wir gehen jetzt hier ganz kurz mal in die Drohnenperspektive und gucken uns das Ganze von oben an. Marco wird jetzt runter gedashed von Proper. Proper braucht den Highground gar nicht mehr. Der ist jetzt runtergegangen, aber Black Chan, der sagt, okay, zu dem sage ich nicht nein zum Highground. Black Chan jetzt oben. Proper geht jetzt ahead lieber. Unten jetzt noch Atrix. Simi jetzt dead an Atrix. Proper jetzt wieder auf Highground. Tauscht jetzt einmal mit Black Chan. Werden jetzt gesplieft. Proper kann sich aber jetzt hier safen mit dem Cerberus-Medaillon. Atrix in der Box auf einem HP. Black Chan ist jetzt out of zone, wird geholdet von Proper. Black Chan jetzt fast dead an Zone. Black Chan dead an Zone. Atrix jetzt ganz auf Highground mit einem HP. Und Proper, der muss jetzt hier nicht mehr viel machen, außer ihn runter zu griefen. Einmal hochzugehen mit dem Cerberus-Medaillon, in seine Box zu exploiten und zu gewinnen mit 16 Kills. Das sind W's im Chat. Wow. 16 Kills Swiss Proper. Und dadurch, dass du 1000 V-Bucks hattest, Proper, und sie noch nicht eingelöst hast, weil den Battle Pass kann ich dir leider nicht schenken, ne? Du wolltest nämlich den Battle Pass haben, hast du jetzt 2000 V-Bucks und kannst dir theoretisch einen Skin für 2000 V-Bucks gönnen, Bro. Hast es gewonnen, Bro. Hat sich doch gelohnt, das Warten. Geil, Proper, geil. Sehr, sehr geil. Falls ihr diese Art von Turniere feiert, vergesst auf gar keinen Fall, dem Video hier ein Like dazu lassen, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Ja, ebenfalls für den unfassbaren Support. Ihr wisst Bescheid, das könnt ihr auch jetzt sehr, sehr gerne machen. Lieber Twitch-Chat, falls ihr gerade noch in der Lobby rumstehen solltet, den Creator-Code im Itemshop AlviVB eintragen. Oh, guck mal, ich habe sogar was bekommen von Monclocker. Der hat mit Sicherheit den Creator-Code AlviVB im Itemshop eingetragen. Kuss, Monclocker, was ist das für ein wilder Skin, Alter? Geil. Und zwar im Itemshop, ne? Rechts unten den Creator-Code AlviVB. Vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der den Eintrag. Genauso wie ich auf Twitch heiße. Selbst Buchstaben super schnell gemacht. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Sei mal's gut. Ciao.